seem forever. So hold me closer, 'cause we still have some time. Can't see the water past the vapor skies, but boy, I've seen zurück in unserer Unterkunft und machen uns ein bisschen frisch. Ich fütter den Kleinen nochmal und dann geht's das letzte Mal Abendessen in Calador, bevor es dann morgen auf die Mein Schiff 2 geht. Ich freue mich schon sehr. Ja, an sich fand ich es hier sehr, sehr schön. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass die Stadt eigentlich an sich barrierefrei ist, also wir sind überall mit dem Kinderwagen gut hingekommen. Es ist auf manche Buchten, aber der Hausstrand zum Beispiel war barrierefrei. Also mit dem Kinderwagen ist man da gut hingekommen. Obwohl wir auch unsere Trage dabei hatten, aber so ist es einfach bequemer. Just
love you. Maybe it's crazy, I do. Maybe it is, but I'll live with it. If it means I love you. If we could be together, I'm section. Every song about you on my set list. All of my friends wanna hear about us. All of your friends wanna hear about us. So let's roll with the punches that come with a thing called trust. We don't gotta rule out commitment. I want you differently. I think this is love. Yeah. I think this is love. Love. Yeah. You know we get together. Only pass it out. Nachdem wir jetzt den halben Tag auf dem Schiff verbracht haben, weil es so geregnet hat und gedonnert, haben wir es geschafft, die Innenstadt zu besichtigen. Aber viele Geschäfte haben heute zu, weil Nationalfeiertag ist. Deswegen ja, haben wir jetzt die Kirche von außen angeguckt und sind ein bisschen durch die Innenstadt gelaufen. Und jetzt geht's zurück zum Schiff. Baby, it's only you. Nicht nach oben wegen unserem kleinen Makakeäffchen, das wir schon bei uns haben. Wir wurden nämlich gewarnt, dass die Affen oben klauen und man sie nicht streicheln sollte. Und mit Baby möchte ich da nicht hoch. Deswegen bleiben wir unten, aber die Sicht oben ist sowieso nicht so gut, also von daher. Also für Fußgänger ist Gibraltar eine Katastrophe. Hier ist alles eingezäunt. Ich verstehe gar nicht warum. No, yeah.
razones para dar las gracias. Y aunque el pasado ya no me hace tanta gracia, pienso que nada dura y lo malo se acaba. Un mal comienzo puede tener buen final. Everything that you needed, don't you know I would've gave. Put it down, whatever it takes. But I can't give too much. We went from every day, loving to never be late. Drowning in circles, stuck in place. Everything that you needed, gave it till I had nothing. Hi zusammen, wir sind jetzt in Valencia angekommen. Heute Nachmittag haben wir einen Ausflug und bis dahin werden wir wahrscheinlich die Zeit oben auf dem Deck verbringen. Ich wollte euch jetzt noch mal kurz durch die Kabine führen, einfach um zu zeigen, was wir hier an Ausstattung haben, auch fürs Baby. Und genau, ich fange einfach mal an. Man kommt hier eben rein durch diese Tür und links ist dann das Badezimmer und hier ist dann eben die Kabine. Rechts kann man ein paar Sachen aufhängen. Hier den Hauptschalter muss ich anschalten, um Licht zu haben. Hier ist auf jeden Fall die Dusche, Toilette. Und man hat eigentlich genügend Platz, um all seine Sachen abzustellen. Ja, sorry für das ganze Chaos. Aber wenn man ein Kind hat, also die Leute wissen ja, von was ich rede, ne? Ordnung ist nicht vorhanden. Deswegen, genau, also hier genügend Platz. Hier ist noch so eine kleine Schublade, da haben wir unsere zweite Kosmetiktasche rein. Genau, ganz wichtig, ja. Für Seetage und sonst was. Sheetmask für ein bisschen Spa-Feeling. Genau, es gibt einen großen Vergrößerungsspiegel. Ja, nichts Spektakuläres. So, dann Vorsichtsstufe. Dann haben wir das Bett. Hier links ist noch ein Schrank. Da sind unsere ganzen Klamotten drin. Und es gibt genügend Staufächer auch über dem Bett. Das Kabel, das da hängt, ist ein Babyfon. Das gehört zur kostenlosen Ausstattung. Das funktioniert auch ganz gut. Wir haben jetzt die Reichweite nicht super lang getestet, weil ich möchte einfach beim Baby bleiben. Ich finde, er ist noch nicht alt genug, dass ich ihn alleine komplett einfach in der Kabine lassen will. Das muss jede Mama selber entscheiden. Ich glaube, Michael wäre dazu bereit gewesen, auch in eine Bar zu gehen mit dem Babyfon. Aber ich möchte halt gleich da sein, wenn er wach wird oder wenn er weint. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber das Babyfon ist da, das gibt's. Man kann es einfach an der Rezeption abholen. Und ja, wie gesagt, also Reichweite konnten wir jetzt nicht testen, aber das sind scheinbar Babyphones, die man halt auch außerhalb der Kabine nutzen kann. Also genau, wir haben das Babyphone. Dann haben wir als Ausstattung auch ein Babybett bekommen, einen kostenlosen Windeleimer, eine Babybadewanne, die sieht man da hinten, und die Wickelunterlage. Also eigentlich ist alles da, was man eben braucht, wenn man mit Baby verreist. Der Kleine hat auch echt gut geschlafen an Bord. Also ich glaube, es liegt halt einfach an den Wellen. Ja, das schaukelt immer ein bisschen. Ja, also hier eigentlich auch noch Bettdecke und Kissen. Ich nutze das jetzt halt nicht, weil er noch zu klein dafür ist. Und ich einfach Angst habe wegen Erstickungsgefahr. Der schläft einfach in seinem Schlafsack. Den sieht man hier. Hier ist halt so ein ganzes Zeug. Deswegen die Unordnung. Genau, Wickelunterlagen haben wir selber mitgebracht. Hier ist noch so ein großer Spiegel, vergrößert den Raum optisch. Auch ganz schön gemacht. Ganz viele verschiedene Schubladen, da haben wir jetzt seine Babyklamotten einfach reingemacht. Also, das sind alles seine Klamotten hier. Wir waren ja eine Weile unterwegs, deswegen haben wir alles da reingemacht. Deswegen ist es auch so viel. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist.
Achso, da war der Föhn drin. Ja, Reiseapotheke und so. Stuff like this. Okay, genau. Und hier ist eigentlich dann schon der Balkon. Kann hier mal ganz kurz rausgehen. Genau, für zwei Personen bestuhlt. Und dann hat man eben die geile Aussicht. Also jetzt hier vielleicht nicht. Das ist der Hafen von Valencia. Aber wenn man auf See ist, ist das ganz nett. Wir haben dann hier auch öfters mal zugemacht, wenn er nachts geschlafen hat. Und draußen gekniffelt, weil mit dem Kniffelbecher ist es ziemlich laut. Das wäre in der Kabine nicht gegangen. Deswegen muss ich auch dazu sagen, also am Anfang dachte ich so, hä, wieso Balkonkabine? Also brauche ich das wirklich mit Baby und so? Aber ich kann mir jetzt eigentlich gar nicht vorstellen, keine Balkonkabine zu haben, weil zum einen, wenn wir irgendwie Zeit zu zweit verbringen wollten und der Kleine schläft, ist das eigentlich unsere einzige Rückzugsmöglichkeit, weil alles andere würde den Kleinen halt aufwecken. Zweite Sache ist einfach, man kann raus, man hat immer Frischluft zu jeder Zeit und ja, es ist auch einfach schön, mal draußen zu chillen. Ja, da ist übrigens das der Gegenpart zum Babyphone, sieht aus wie ein iPhone. Das war's auch schon. Fernseher, alles da. Von daher kann ich euch das empfehlen, mit Baby aufs Schiff zu gehen. War echt gut. Wir konnten unseren Kinderwagen auch, unseren Buggy immer verstauen im Schrank. Ich kann mich nicht beschweren. Uns hat es an nichts gefehlt. So, deswegen war das jetzt mal eine kleine Roomtour. Und mal gucken, was jetzt noch folgt. Bis dann. You give me butterflies when you smile, and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but it gets too shy. Just me and you. What should I do? I used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name. Now it feels so strange. Just me and you, what should I do?
you give me butterflies.